Alle Männer kommen zu uns, Piraten. Ah, doch nicht. Doch nicht. Wir gehen woanders hin. Ich habe in letzter Zeit... Der Atmosphärenwechsel gerade. Ich habe mir in letzter Zeit ziemlich viel Zeit genommen, um Videos zu editen, die Remixes zu machen. Deswegen ist das Let's Play eher im Hintergrund geraten, wegen Videos cutten hauptsächlich. Und das nimmt sehr viel Zeit, ist auch ein bisschen anstrengender. Aber dafür sind ein guter und ein fast guter Song dabei rausgekommen. Wir nehmen alle Männer, ist natürlich der bessere in meiner Meinung. Eine aufgestellte Brücke steht vor dir und wartet auf deine mächtige Faust. Ja, meine mächtige Faust muss warten. Dann habe ich ein kurzes Skeleton Key Video gemacht, wo ich auch den Umhang anscheinend bekommen habe. Und ein paar Pistolas bekommen habe. Aber jetzt werden wir weitermachen hier mit der Grochmastbucht. Schön aus. The Crack Mast Cove. Mit viel Vocal Fry. Genau so muss das sein. Ich habe einen originalen Song von mir bearbeitet, wo ich viel Vocal Fry drin gehabt habe und mit den ganzen Editen und Cuen ist irgendwie dann, damit ich die Vocals in den Song reinpasse. Ist der ganze Vocal Fry verschwunden. Aber sonst hätte es irgendwie nicht zusammengepasst. Glaube ich halt, werden wir sehen. Bin gerade beim Mastering testen. Salziger Spaziergang. Ach, genau da gehöre ich hin. Als Salzfreak. 10. Okay, thanks. Thanks for letting me know. Oh, Sperrgebiet! Ah, ich will da rüber. Ah, jetzt bin ich schon salzig. Verdammt! Dina! Mich nicht so schnell salzig machen. Ah ja, das sind die neuen Pistols. Diese hier. Das ist die Shotgun. Diese Blitzpistol. Mit Fledermaufwurf. So drei Schuss Salben. Und die Feuerpistol. So, ich hab bin erwischt. Und die letzte Pistol. Ich habe vier Pistols bekommen. Ach, echt geil, oder? Ich nehme dir etwas Last ab. Die letzte Pistole können wir verkaufen. Was haben wir hier? Diese Pistole. Ach, was für eine Schönheit. Danke. Du auch. Schon gut. Hau ab. Was für ein emotionaler Wechsel. Warum nicht? Auch weg damit! Weg damit! Brauchst du etwas Stahl? Komplimenten. Ja, ich bin Stahl, Baby. Literally Steel. Oh, die Welt gefällt mir. Oh, da haben wir schon ein Thumbnail. Ich mein Wilbergefährte raus ist bald Thumbnail. Ach, okay, dann lasse ich dich drin. Von oben runter hupfen. Verstehe, werde ich mir nicht merken. Wie gefällt mir diese Küstenwelt richtig hier? Das haben sie richtig gut hinbekommen in diesem Spiel. Die Welten zusammenbauen. Die Bohnenwelt ja auch. Gut zugeschaut hast du. Jetzt gefällt das pervers. Der schaut mir gern zu. Egal was ich mache. Er kann ja selber nicht mehr. Nicht mal küssen geht mir bei Pilzgefährten, nachdem er sich verwandelt hat. Und in dieses Ungeheuer. Aber er ist trotzdem noch mein bester Freund, okay. Stimmt's, Pilzgefährte? Nein? Was willst du mir damit sagen? Was? Auf der Hut soll ich bleiben? Okay, dann bleibe ich halt auf der Hut. Goldener Würfel. Das ist mal ein Glückswürfel. Wie es aussieht, hat mein Zwillingsbruder Searle eine Beförderung an Land gezogen. Oh ja, jetzt ist er einer von den großen Fischen. Er bewacht das Haupttor und so. Aber er ist gar nicht so großartig.
Vor allem ist er extrem leichtgläubig. Er lässt bestimmt bald irgendeinen falschen Piraten rein. Da wette ich meinen Rumpf drauf. Neuling, respektiere sie. Aha. Will ich deine Grenzen nicht respektieren? Ich mach mir meine eigene. Hey, yo, Bro, who are you? Otto! Ich bete, dass du mir helfen kannst. Hast du zufällig Holzgebeine an diesem Strand gesehen? Wie dieses hier? Nein, kann ich nicht behaupten. Wieso fragst du? Es ist seltsam. Aber ich weiß es nicht. Ich wachte benommen auf und klammerte mich an diesen Holzarm. Als sich der Nebel lichtete, umgab mich blaues Licht. Ich hörte vertraute Stimmen, die ich nicht einordnen konnte. Ich weiß nur, dass ich die anderen Gebeine brauche. Okay, Waffe sagt, da drüben sind Gegner für mich. Während sich Bills Gefährte wieder in ein weiteres Farmnetz schummelt. Vivan-Gefährte, ich meine Vivan-Gefährte. Sorry, Bills Gefährte, ich darf dich nicht verwechseln, ich weiß. Ich hab eins gefunden. Nein, halt. Verdammt, es ist nur Treibholz. Oder Strandgut? Jedenfalls mein Fehler. Es ist Strandgut. Seltsam. Ich könnte schwören, dass ich hier schon mal gesucht habe. Komm, wir müssen sie finden. Aber wieso denn? Ich weiß es nicht. Tut mir leid. Oh. Hallo Fee. Alter Mann, sieh mal. Ich bin ein Mann, nicht eine Marionette. Das ist das letzte Schwert, das ich dir schmiede. Ich fürchte, dein Vertrag läuft noch, Schmied. Das war... bitte, bring mir den Arm. Hast du das auch gehört? Dieser Mann war ich, als ich noch jünger war. Die andere Stimme ist mir fremd. Doch sie füllt mich mit Grauen. Ich erkenne diesen Weg, als wäre ich erst vor kurzem hier gewesen. Komm, mal sehen, wohin er führt. Bitte schon voraus. Ich bin hier entlang schon. Gegnerz. Ah, dieser Schuft hat das Holzbein. Vielleicht hat er Mitleid mit einem alten Mann. Du Captain da, Hero. Sei so gut und reich mir das Holzbein. Cooles Outfit. Dir. Und es gibt keinen Ärger. Du schon wieder? Wieder? Wie oft muss ich dich aufspießen, du verfluchtes Klappergestell? Klappergestell? Hör mal, früher war ich ein Kämpfer, du ehrloser Seebär. Stell dich mir. Hopp, nein, lass Bild gefährt in Ruhe. Okay. Der Feuerpistel wird am besten sein. Ja. Danke. Die Jahre haben mich meiner früheren Kraft beraubt. Nur mein Mundwerk muss das erst noch lernen. Du kämpfst gut. Wie ich, als meine Haut noch nicht schlaff war, wie ein Segel ohne Wind. So, aufzureden, muss Waffen wechseln. Das ist Art. Das Snapper wollten wir haben. Wir brauchen keinen Snapper. Als Shotgun. Verdammt. Schiller, gewohntes Royal, Gefangenen. Ja, Render. Dann haben wir schöne Elementauswahl. Schaut euch diese Elementauswahl an. Ihnen mich zu kennen? Aber woher? Wie dem auch sei. Das Bein, wenn ich bin okay. Darf. Okay, Jason Bourne, hier ist dein Bein. Gut, Schmied, du kannst gehen. Aber der Junge bleibt. Das war nicht Teil unserer Abmachung. Dann versuch doch, mich aufzuhalten. Ich werde das Flügel. Nico,
schnell! Bring mir das Bein! Kein Fluch könnte mich diese Stimme vergessen lassen. Das ist keine Marionette. Das ist mein Sohn. Mein Nico. Siehst du nicht? Ihm ist etwas Schreckliches zugestoßen. Hier entlang. Ist das ein Pinocchio? Ich erinnere mich jetzt, als wäre es gestern gewesen. Wir nähern uns. Das ist doch Pinocchio, oder? Das ist aus Holz. Da, da, Bein. Letzte Bein. Du amüsierst mich, Schmied. Ich verfluche dich, Visketta. Die sind nicht dein Spielzeug. Doch ich fürchte, genau das sind wir geworden. Los, das Bein. Gib es mir doch bitte. Ich war Schmied für Visketta, die gewundenen Königin. Wie es dazu kam, dass ich diesem Scheusal diente, weiß ich nicht. Doch sie beging mit meinen Waffen grausame Taten. Eines Tages ertrug ich es nicht mehr. Gehen wir weiter. Ich wollte mit meinem Sohn fliehen. Sie verfluchte ihn, sperrte sein Herz in Holz ein und machte ihn zur Marionette, damit er nicht entkommen konnte. An meine eigene Strafe erinnere ich mich nicht. Vielleicht war Nikos Schicksal der Preis, den wir beide zahlten. Oh, da ist ein komisches Fischding. Ein Wal. Ein gestrandeter pinker Wal. Verdammt! Oh, ist das pervers. Oh, das gefällt mir. Oh. Das sind so viele mögliche Thumbnails für mich. Hey Jungs, was geht ab? Ich bin eine coole Party hier. Zu Finbreaker. Ah. Warte mal. Nein. Ein Easter Egg. Okay. Das kommt mir irgendwie vertraut vor. Ja? Erinnerst du dich daran, alter Mann? Leider ja. Dort ist der Unterschlupf von Visketta, der gewundenen Königin. Ich habe das Gefühl, schon mal hier gestanden zu haben. Viele Male. Wenn du schon mal hier warst, wieso hast du deinen Sohn nicht befreit? Das weiß ich nicht. Vielleicht werde ich mit deiner Hilfe endlich Erfolg haben. Die Bestie war lange Zeit Viskettas Sklave und überlebte. Nun verfault sie. Bei den Göttern stinkt das. Was ist hier geschehen? Der Ozean ist explodiert. Wirklich? Siehst du nicht, was das bedeutet? Die Königin wird geschwächt sein. Vielleicht haben wir eine Chance, sie zu besiegen. Wir müssen weitermachen. Oh. Ich werde mir einfach 10.000 verschiedene Thumbnails hier rausholen. Ah, wo ist Pilzgefährt? Ich will dich im Thumbnail haben. Ja, nein, nicht weglaufen wieder. Du brauchst keine Cardio-Einheit. Und Vivan Gefährte natürlich auch. Die Kiste kann was. Ich habe eine goldene Kiste geöffnet und keine goldene Loot bekommen. Violetten Kram. Finden wir das nächste Stück meines Sohnes. Netter Trump, Alter. Geschmackigers. Ah, was? Ich kann doch hier rein, oder? Ach, Mist. Kommt erst mit der Bosskampf vielleicht. Oh, Medusas. Daneben. Meine letzte Haar gib mir. Ich entledige mich dieser Schuppen für etwas Größeres.
ich wollte gerade ausholen für Pitz. Vielleicht hat schon wieder eine Fahrt lassen, aber ihre Ansage war auch cool. Woher bin wir denn hier? Marionettentorso. Ach, das ist Pinocchio. Wo ist er? Was hast du mit ihm gemacht? Du hast deinen Eid gebrochen, Schmied. So sehr du dich auch bemühst. Dank dir wird es dieses Mal anders sein. Entwunden. Bring es mir her. Komm schon. Ja, wir haben doch Zeit, oder? Ich muss in einem Tornado tanzen. So, das werden wieder kurze Folgen. Dann wird irgendwann mal ein kurzer Folgenmarathon kommen. Was das auch für Hexerei sein mag, ich werde nie aufhören, für meinen Nico zu kämpfen. Rein in den Mond. Ich komme, Sohn! Halt durch! Im Bauch windet sich eine Bestie. Okay. Hui! An den Film erinnert mich das. Findet Nemo? Bin mir nicht sicher. Oh, ist das cool hier drin. Oh, jetzt brauche ich schon fast wieder eine kurze Episode. Oh, ist das cool. Schaut euch den. Oh! Schon mal hier. Da ist sein Kopf. Aber er erinnert mich an Tod. Ich denke, das ist eine von Biskettas Fallen. Ich hole den Kopf, alter Mann. Danke dir. Du bist nicht der müde, alte, törichte Schmied. Wer bist du, dass du in mein Reich eindringst? Bisketta, das endet jetzt. Gib mir den Jungen und wir verschwinden. Du Narr! Seit 40 Jahren spielen wir dieses Spiel. Ich dachte, du würdest ihn mit der Zeit vergessen. Genau wie all die anderen. Ich werde ihn nie vergessen. Jedes Mal kommst du und scheiterst. Und ich schicke dich gebrochen und ein Jahr älter zum Strand zurück. Willst du den Rest deines Lebens so sinnlos vergeuden, Schmied? Diesmal ist es anders. Ich bin nicht mehr allein. Oh. Nein! Und du, Eindringling, no. Hilfe eines alten Narren. Du wirst mir nun dienen, wie er es tat. Wie sein Sohn es noch heute tut. Dann zeig dich mal. Ah ja, sowas. Okay, die Waffe macht da auch nicht wirklich Sinn. Ich habe deine Bärte aufgenommen. Deine, meine Bärte? Da habe ich doch keinen Bart. Blitzgefühl hat schon wieder das fahren lassen. Biskettar etta. Tornado time. Nein. Es ist vorbei. Kannst du stehen? Jetzt ist es vorbei. Ich kann nicht. Aber Visketta ist tot. Das ist das Wichtigste. Und jetzt der Junge. Bitte. Rette ihn. Ah, wahrscheinlich lebt er gar nicht und ist nur eine Holzpuppe. Okay. Wird lebendig. Oh! Hallo, Nico. Vater! Mein Sohn! Mein Sohn! Endlich! Verzeih,
dass es so lange gedauert hat. Aber ich bin froh, dich nur noch einmal zu sehen. Vater? Nein. Vater? Nein. Was? Ja, ja. Ihn willst du essen? Okay. Ah. Wer bist du? Ein Freund von ihm. Dann auch von mir, denn ich habe sonst niemanden, jetzt wo er fort ist. Er opferte sein Leben, um deins zu retten. Halte sein Opfer in Ehren, ja? Jetzt müssen wir einen Ausweg suchen. Schau mir die Wahl, Nico. Wir müssen hier raus. Du kannst diesen Ort da drüben verlassen. Danke für alles, was du getan hast. Mit dir, kleiner Mann. Ich bleibe noch, wenn ich darf. Ich habe sein Gesicht seit Jahren nur in meinen Träumen gesehen. Ich war mein Leben lang ein Gefangener. Aber dank dir bin ich frei. Es gibt andere wie mich, die von Tyrannen wie Königin Visketta gefangen gehalten werden. Ich werde Waffen schmieden, wie einst mein Vater. Und ich widme mein Leben der Aufgabe, sie zu befreien. Jetzt muss ich allein sein. Putzen nieder, Mann. Ja, ja. Ja, okay, okay. Was sagt die Karte? Ob Gold oder die Kugel, sagt die Karte. Ich sehe dich, kleine Kugel. Die Schatzen steigen. Glückswürfel gesammelt. Yeah. Okay. Ich habe einen Weg, glaube ich, gesehen, wie ich zu deinen Kugel noch komme. Okay. Ich glaube, ich habe ein paar andere Sachen gesehen, die mich ins Nirgendwo führen. Hier komme ich wahrscheinlich zum Wasserfall runter. Zu den Ruinen, der reichen Tempel des Glaubens. Rief dich mit dem schwächlichen Ort der Frau. Obelisk. Den Obelisk machen wir noch. Dann. Einen Moment, bitte. Okay. Was darf ich dir abnehmen? Dein Leben. Nicht. Du schmeckst Purze. Purze! Ein Sack Fleisch auf Stöcken. Sie lieben die Mysterien. Auf mich anzuwerfen. Kann ich ruhen? Gute Nacht dann. Ah, Obelisk. Level up zuerst. Da habe ich schon voll. Nahkampf, nee. Wo ist Zauber? Alles sind Zauber. Und andere Zaubers. Bring mich zum Obelisk, yeah. Here it is. Wupp. Wahrscheinlich Schlangenmutters. Na, Skalatons. Ich bin kein Fan von dieser Pistole. Verbraten wir mal ein paar Zauber. Ich bin ein sprechendes Kleid. Die Pistole ist die einzige, die was kann. Vollautomatisch und Feuer war immer schon eine gute Taktik in dem Spiel. Oder Lenz. So, da ist ein Molotow. Oh, doch eine Medusa. Eine Shotgun-Medusa. Das ist der End, doch nicht. Das ist eine Pfurz-Medusa.
ist Resistenz gegen alles. Ich entledige mich dieser Schuppen. Die mit Kalender gebundene Feld. Ihre Hellebarde wird nicht mehr zerstückeln und zerhacken. Ich werde wahrscheinlich alles mitnehmen und alles dann verkaufen. Wenn die Episode vorbei ist gleich. Wir sind genug gemodet. Viel zu sehr gemodet. Und Gemodigkeit. Nahkampfwaffen interessieren mich sowieso nicht. Wupp. Irgendwas noch Interessantes hier, wie eine goldene Kugel sehen. Nein. Dann kriege ich einen Timer. Ach, weil unten meine Fähigkeiten wieder voll sind. Ja. Ja. Dann machen wir hier ein Episodenende. Yo, yo, yo. Peace out. Party people.